Hi, der Robby hier. Ein frohes neues erstmal. Wir haben den 2. Januar 2016 und gute Vorsätze fürs neue Jahr. Wir wollen die Kartoffeldiät ausprobieren. 42 Tage lang Kartoffeldiät. Was heißt das? Nur Kartoffeln, nichts anderes. Morgens, mittags, abends und nach Belieben Kartoffeln in jeglicher Form. Gebacken, gebraten, gebraten nicht. Was heißt gebraten? Ja, gebraten, aber ohne Öl. Nur eventuell mal ein bisschen Gewürze drauf, Pfeffer, Muskat, je wie er will. Warum machen wir das? Ein vernünftiges System, die Kartoffeldiät. Gerade auch ganz aktuell mit High Carb, Low Fat. Wir haben es schon mal probiert vor einem Jahr, Low Carb. Geht gar nicht. Ich bin von der Statur noch relativ voll, sage ich mal. Habe im Moment 116,5 Kilo, habe vor eineinhalb Jahren 133 Kilo gehabt und habe mir da gesagt, pass mal auf, da musst du was ändern. Haben jetzt ein Jahr lang Training gemacht, ein bisschen auf die Ernährung geachtet und jetzt habe ich gesagt, komm, jetzt hast du noch mal ein halbes Jahr bis zum Sommer, da muss noch mal richtig was passieren. Durch Recherche, durch auch andere YouTuber wie Karl S., der das 2013 schon probiert hat mit der Kartoffeldiät und sehr, sehr gute Resultate erzielt hat, was das angeht, wollen wir das jetzt auch ausprobieren. Die Videos mache ich auch aus Motivation. Vielleicht kriegt man den einen oder anderen Follower, der vielleicht auch noch mal ein bisschen Kommentare dazu schickt. Auch vielleicht mal Rezepte, was man noch alles mit der Kartoffel anstellen kann, weil ich denke mal, das ist das Hauptproblem, nach einer Woche überhaupt noch Kartoffeln reinzukriegen. Gerade morgens wird es, denke ich mal, sehr, sehr schwer, da was reinzukriegen. Ich bin eher der morgens am besten gar nichts isst. Dann eher mittags und nach dem Training dann nochmal was isst. Aber wir werden es versuchen, auf jeden Fall. Ne? Vor- und Nachteile gibt es natürlich, einseitig auf jeden Fall. Aber durch die High Carb, Low Fat, denke ich mal schon, dass das funktionieren wird, sehr gut. Man hat gerade das Gefühl, oder was ich hoffe, das Gefühl zu haben, dass man durch die Kohlenhydrate halt Power hat, dass auch im Training merkt, dass man vielleicht doch ein oder andere Wiederholung mehr schafft, nicht down ist, nicht müde ist, was man halt bei der Low-Carb-Diät hat. Bilder von vor ungefähr eineinhalb Jahren mit meinen 133 Kilo werde ich mal in das Video mit einbauen, jetzt zeitgleich irgendwie. Gleich gehen wir runter, trainieren. Da könnt ihr auch mal sehen, was schon raus geworden ist. Ich finde es sehr, sehr gut. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Wie gesagt, 16,5 Kilo sind ungefähr, also auf der Waage runter, was da an Muskelmasse aufgebaut worden ist, was da an Fett runter ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ich habe jetzt gestern mal bei dem großen A eine ordentliche Waage mit Fettanalyse bestellt, um euch auch zu zeigen. Also Dienstag kommt die an, also in drei Tagen. Um mal eine Eingangsmessung zu machen, wie viel Fett, wie viel Wasser und wie viel Muskelmasse man hat. Und dann wirklich mal alle, sage ich mal, fünf Tage zu gucken, wohin entwickelt sich das. Auf was geht der Körperfettanteil, der Muskelanteil, auf was schießt er sich ein. Im Moment Dreier-Split im Moment. Brust-Trizeps, was wir gleich auch ein bisschen machen werden. Ich werde es jetzt nicht großartig mega lange filmen oder dokumentieren oder so. Die Trainings sollten eigentlich soweit bekannt sein. Wenn da einer Fragen hat, der kann sich gerne melden und reinschreiben oder sonstiges, da helfe ich gerne. Rücken, Bizeps-Tag und Schulter-Beine-Tag. Bauch haben wir im Moment noch nicht mit drinne und wenn, tun wir den meistens bei den Schultertag mit dabei, nach dem Bein noch ein, zwei Übungen machen. Die Wampe werde ich nicht ganz wegkriegen, also damit habe ich mich abgefasst, aber das muss halt alles so ein bisschen stimmen, ein bisschen passen. Und des Weiteren ist das auch noch ein Grund, warum ich es mache. Ich habe mir im Internet ein bisschen rumgeguckt, wer macht Diäten, was haben die Leute davon, was wir gefunden haben, ist halt einfach, es machen irgendwelche Fitness-Gurus, ob es nun Karl S. ist, Misha, Tim Gabel, die haben alle eine super Figur. Wenn die mal 3-4% Fett mehr haben, dann ist das denen egal.
Aber gerade als Endomorph habe ich jetzt nicht so viel gefunden, wo man sagt, oh, guck dir mal den an, der hat das auch gemacht, bei denen sind diese oder die Resultate rausgekommen. Als Endomorph helfe ich vielleicht auch manchen dabei zu sagen, du, damit schaffst du es wirklich, oder gut, nach 42 Tagen, man weiß nicht, damit schaffst du es wirklich gar nicht. Aber wir wollen mal gucken. Also ich wäre schon froh, wenn man irgendwo so auf 110 irgendwo runterkommt und das auch anderen dann schmackhaft machen kann. Gerade als Endomorph, die wirklich stoffwechseltypisch, wenn die was essen, setzt sich's auch direkt an. Klar, auch weil das Falsche gegessen wird, bin ich voll dabei. Kann ich mich nicht von freisprechen. Ich esse auch gerne meine Pizza oder sonstiges, auch das letzte Dreivierteljahr immer. Habe dann aber, was ich auch jetzt machen werde, ein halbes Jahr gar kein Alkohol getrunken. Am Anfang damals, da war ich voll motiviert. Habe auch letztes Jahr Silvester gesagt, nee, ich trinke keinen Alkohol, habe davor Training gemacht. Das ist das Training wieder Geschichte quasi sozusagen. Das werde ich jetzt auch machen, ein halbes Jahr kein Alkohol trinken. Ja, und dann würde ich jetzt erstmal sagen, gehen wir jetzt erstmal runter. Ich zeige euch einmal so ein bisschen meine Statur, wie es jetzt aussieht. Werde vielleicht nochmal die Bilder von vor eineinhalb Jahren beispielen. Das eine sieht ein bisschen komisch aus, das war zu meinem Geburtstag, da grinse ich wie so ein Affe. Aber ist egal, man sieht's, den Unterschied sieht man, hoffe ich. Also ich sehe es. ja, und dann sehen wir uns gleich erstmal beim Training wieder. Bis gleich. So, hier jetzt im Keller. Ich sabbel zwar ins Mikrofon, aber die Qualität im Keller, da alles schallt, war nicht ganz so toll. Deswegen jetzt hier eine Nachbesprechung des Videos. Wie ihr seht, aufwärmen, ganz wichtig. Lasse ich mir schön 10 bis 15 Minuten Zeit, gerade im Schulterbereich, die Rotatoren aufwärmen. Mache alle Übungen so ein bisschen durch, für den Trizeps, für den Bizeps, gerade die Schultern, Rotatoren. Die Brust kommt auch gleich noch, dazu gleich mehr. Einfach ein bisschen mit dem Gummiband die Brust, ja, nicht vorher müden, aber schon ein wenig, damit Blut drin ist, damit das aufgepumpt ist. Man kann es auch mit dem Butterfly machen oder halt auch mit dem Fliegenden, sag ich mal, 5 Kilo in der Hand nehmen, 2 Sätze, 15 Wiederholungen, Butterfly machen, um halt einfach Blut in die Brust zu kriegen, um die ein bisschen aufzupumpen, gleich fürs Bankdrücken. Ich finde, man hat da deutlich mehr Stabilität dann in der Brust. Man merkt sie deutlich besser, wie wenn man direkt unter der Bank geht. Ausprobieren muss jeder selber für sich wissen. Also ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mit. Wie gesagt, jede Seite, 2-3 Sätze mit 12 Wiederholungen oder so reicht. Nicht bis zur Vergasung oder nicht bis zum Muskelversagen auf jeden Fall. Bankdrücken, locker weg, erstmal warm machen. Schön. 10 Wiederholungen mit mäßigem Gewicht. Ich habe da jetzt, glaube ich, 65 Kilo drauf, plus die Stange. Wie gesagt, das Gewicht spielt bei mir nicht so die Rolle. Sonst würde ich ins Fitnessstudio gehen, wo ich angeben kann mit Gewicht oder auch nicht angeben kann. Ganz locker warm machen, 1-2 Sätze und dann geht's an die schweren Sätze ran. 20 Kilo nochmal draufgelegt, sind wir, glaube ich, bei 85 oder so, plus Stange dann noch. Ja, nochmal ganz locker weg. 4 bis 6 Wiederholungen. Schön kontrolliert. Eher langsamer wie schneller, um halt den Muskel richtig zu spüren. Davon mache ich dann meistens 2 Sätze nochmal, bevor ich dann nochmal hochgehe mit 20 Kilo. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt euch immer jemanden noch dabei, der euch absichert, falls das Gewicht wirklich nicht mehr hochkriegt. Seht ihr jetzt nochmal 20 mehr, müssten dann irgendwo um die 120, 130 Kilo sein. Waren jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Wiederholungen. Wie gesagt, kurze Pause danach, 30 bis 60 Sekunden zwischen den Übungen. Und dann nochmal einen Satz mit dem gleichen Gewicht. Waren jetzt, glaube ich, 4 oder sogar 5 Wiederholungen bis zum Muskelversagen. Ich mache dann direkt weiter mit Schrägbank Kurzhantel drücken. Mit ganz humanem Gewicht erstmal wieder die Koordination der Übung schön reinkriegen. Kann dann ruhig einen Tacken weiter runtergehen, um auch ein bisschen den Stretch in der oberen Brust zu kriegen. Ganz locker weg, 12 Wiederholungen erstmal und dann das Gewicht von Satz zu Satz ein wenig erhöhen.
so dass man halt Ende raus wirklich beim dritten Satz bei 12 wirklich ja, fertig ist danach, dass der Muskel brennt und schön ausgequetscht ist. Und jetzt sehe ich, dass der zweite Satz, leider waren irgendwie die 5-Kilo-Scheiben weg. Ich habe es auf jeden Fall nicht wiedergefunden. Ja, ich habe das Gewicht jetzt verdoppelt zum zweiten Satz hin, damit das nochmal richtig schön anstrengend ist, brennt. Ihr müsst halt den Muskel fühlen. Das ist das A und O an der Sache. Wie gesagt, danach spürt man auf jeden Fall. Das Gewicht muss jeder selber gucken, wie weit er ist, welche Grundvoraussetzungen er hat. Am besten eventuell aufschreiben, wenn man es dann nicht mehr weiß. Dritter Satz, nochmal ein bisschen was raufgetan. Ich glaube, ich weiß nicht, 5 Kilo. Sieht zwar ein bisschen komisch aus mit den Hanteln. Auf der einen Seite die 10-Kilo-Scheiben, auf der anderen die 2-5er-Scheiben. Aber was will man machen? Besser wie gar nichts auf jeden Fall. Ja. Muskel brennt, anstrengend. Jetzt nicht das Video gemacht hätte, wären wahrscheinlich noch 5, 6 Wiederholungen mehr drin gewesen. Aber wie das nun mal so ist. So, wie ihr hier seht, ich habe sogar noch einen vierten Satz hinterhergehauen, um dem Muskel wirklich nochmal das Letzte mitzugeben, gerade im oberen Bereich. Danach ging es dann direkt an die Fliegenden. Auch mit relativ humanem Gewicht, da der Muskel schon von vornherein von den beiden anderen Übungen sehr gut brannte, wehte hat. Und ja, ich probiere bei den Fliegenden eher, ja, was heißt weniger Gewicht? Schon aufs Gewicht achten, aber lieber, wie gesagt, so tief wie möglich, um so viel wie möglich den Muskel zu stretchen. Und was ich auch am Anfang immer sehr gerne mache, halt oben nicht ganz zusammengehen. Dadurch hat man immer auf dem Muskel einen Zug drauf. Ja, es brennt mehr, ich merke es mehr, muss jeder selber für sich wissen. Es gibt auch die Möglichkeit, oben nochmal die ganze Brust komplett ineinander zu pressen, was auch nicht verkehrt ist. Ich mache es, wie gesagt, ab und zu drehe ich die Hanteln auch mal ein, so wie jetzt gerade. Da bleibe ich mir eigentlich ganz frei, das mache ich ab und zu von Satz zu Satz unterschiedlich. Dass ich, wie gesagt, den einen Satz mache ich, dass ich ein bisschen eindrehe unten und auch gerade oben gegendrehe, um die Brust nochmal richtig zu kontrahieren. Und in manchen Satz mache ich es dann einfach auch mal gerade, je nachdem, wie ich es gerade spüre. Das müsst ihr selber für euch entscheiden, was für euch besser ist. Des Weiteren, ihr seht vielleicht noch im Hintergrund hinten rechts, der Boxsack schwingt noch ein bisschen. Das mache ich eigentlich sehr gerne zwischen den Übungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel aufstehe, gehe ich einfach an den Boxsack, hau da 5, 6, 7 Mal ein bisschen drauf. Das lockert so ein bisschen die Muskulatur. Danach ist der Schmerz vom Muskel, finde ich, deutlich besser. Einfach mal ausprobieren oder einfach auf eine Wand, wo ein Handtuch hängt oder auf so ein bisschen Schattenboxen machen oder. Müsst ihr halt einfach mal ausprobieren. Mir hat es sehr geholfen in der Hinsicht. Ausprobieren. Versuch macht klug. So, hier sieht man dann auch so ein bisschen, dass die Brust richtig gut aufgepumpt ist. Man sieht es halt relativ schlecht mit dem Licht. Werden wir die Tage mal gucken, ob wir da ein bisschen mehr Licht reinkriegen. Aber die Brust ist definitiv ausgepowert. Das reicht definitiv. Macht da bloß nicht zu viele Übungen einen Tag. Nicht, dass er meint, ihr müsst da 5 Übungen für die Brust oder 6 Übungen für die Brust machen. Nach einem Jahr, wie gesagt, bin ich so weit, dass ich die Intensität eher erhöhe und nicht die Wiederholungsrate. Weil irgendwann läuft man die Gefahr, in eine Stagnation zu kommen. Dann geht nichts mehr voran, nichts an Gewicht. Und man bleibt auf dem gleichen Level. Der Muskel macht nichts mehr, der Muskel denkt, er muss immer nur das Gleiche machen. Deswegen ist es auch ab und zu nicht schlecht, ein-, zweimal im Monat mal so einen richtigen Krafttag zu machen, wo man wirklich mal dem Muskel richtig Saures gibt, auch mal vom Gewicht deutlich höher geht, um einfach neue Anreize dem Muskel zu setzen. Weil sonst denkt sich der Muskel, du, das ist immer nur das Gleiche, ich kann auch so bleiben, wie es ist. Muskeln kommen nicht einfach so. Muskeln ist das Letzte, was der Körper braucht. Deswegen einmal oder zweimal im Monat richtig alles raushauen, damit der Muskel neue Anreize bekommt. So, dann geht's weiter mit meiner Lieblings-Trizepsübung eigentlich. Am Kabelzug, ja,
Ausführungen seht ihr gleich. Ich werde ein bisschen was dazu erklären. Von hinten nach vorne ziehen, leicht mit hinten reingehen, um den Ansatz von Triebsets oben an der Schulter mitzutrainieren. Vorne auseinanderdrücken, kurz halten vorne und dann wieder schön kontrolliert nach hinten. Und ihr werdet merken, es brennt wie Feuer. Auch drei Sätze mit relativ humanem Gewicht anfangen. Immer steigern bis zum dritten Satz. Erster Satz gehen meistens 12 bis 15 Wiederholungen. Im zweiten sind es dann meistens noch 8 bis 12 Wiederholungen. Und im dritten haue ich dann so viel drauf, dass ich wirklich zwischen 6 und 10 Wiederholungen bleibe. Und dann wirklich bis zum Muskelversagen gehe. So, ihr seht ja jetzt auch schön, ne? Brust kommt gut, langsam Streifenbildung in der Mitte, was bei meinem Fettgehalt schon, finde ich, nicht verkehrt ist. Ja, es kommt, würde ich sagen. Ja, zweiter Satz, nochmal ordentlich Gewicht draufgehauen. Man sieht es auch deutlich schräger, weil sonst wird man einfach nach hinten gezogen. Der Kabelzug wurde halt oben ein bisschen bearbeitet, um das Kabel auch halt nach vorne rauszukriegen. Die meisten haben dann vorne einfach nur ein Loch, was nach unten geht. Dann kann man das Kabel halt nicht nach vorne rausziehen. Einfach mit einem Hämmerchen oder mit der Blechschere wegschneiden, was im Weg ist, und schon geht das. Wie ihr seht, der Trizeps brennt völligst. Und dann kommt jetzt noch der abschließende Satz. Gewicht nochmal leicht gesteigert, ich glaube um 2,5 oder 3 Kilo. Ihr seht, immer schön bis nach hinten, um den Muskel, gerade den Trizeps, den Stretch zu geben. Und dann waren es, glaube ich, 6 oder 8 Wiederholungen. Der Trizeps ist ausgepowert bis zum geht nicht mehr. Er brennt, wie man auch sieht. Macht euch da nicht fertig, wenn da dann nur im letzten Satz 4 oder 5 rauskommen, ist das immer noch gut. Nur ihr müsst euch halt beim letzten Satz wirklich verausgaben. Er muss wirklich bis zum Zerbersten gespannt sein. Also nicht, dass er da noch eigentlich noch Zähne machen hättet können, aber weil ihr keinen Bock habt oder so, es nicht gemacht habt, dann könnt das auch im Prinzip fast ganz sein lassen. Weiter geht's dann mit Trizeps über Kopf, um ihn nochmal richtig schön den Rest zu geben, sage ich immer so gerne. Guckt, dass ihr schulterbreit packt und die Ellenbogen so nah am Körper lasst wie möglich. Nicht, dass ihr die Ellenbogen rauszieht. Hier sieht's auch fast so aus, ist schon grenzwertig, aber wie gesagt, drückt die Ellenbogen schön rein zur Brust, dass wirklich nur der Trizeps in der Mitte beansprucht wird. Das ist der zweite Satz, ein bisschen Gewicht draufgetan nochmal. Was ich gerne mache, ich gehe erst mit der Stange runter zum Kopf bzw. zur Stirn und gehe dann mit den Armen noch einen Tacken weiter runter, sodass die Stange hinten am Hinterkopf dann ist. Ich werde es demnächst nochmal von der Seite filmen, wo man es eventuell ein bisschen besser sieht, und darauf achte, dass ich die Arme nicht zu weit hebe. Damit der Trizeps halt immer belastet ist. Mache ich die Arme zu weit hoch, entspanne ich den Trizeps. Probiert's aus. Das ist schon ein krasser Unterschied, gerade wenn ihr wirklich auf 10 bis 12 Wiederholungen geht. Ihr habt halt immer Spannung auf den Trizeps. Es brennt schon ganz anders, wie wenn ich nach jedem Hochmachen quasi die Arme auf der Brust Ausruhe, und wenn es nur für eine halbe Sekunde ist. Ja, da seht ihr nochmal, dass ich am Ende nochmal mit ganz kurzen Schüben den Trizeps nochmal richtig schön ausreize, nochmal richtig aufpumpe, um nochmal richtig Schmerz in den Trizeps zu bringen. Als letzter Akt nochmal, ja, um wirklich das allerletzte rauszuholen, gerade mit meinen 116,5 Kilo nochmal, ja, was geht an Dips rauszuholen. Ja, und dann war es das auch schon mit dem Training. Man sieht, die letzten, die gehen wirklich schwer von der Hand. Aber man ist froh, wenn es zu Ende ist. So, wir sehen uns in der Küche wieder. Nach dem Training hat gut was gebracht. Hat wieder mal Spaß gemacht und man weiß, wofür er sonst macht. So, wir haben jetzt hier schon mal
Ich hoffe, ihr seht das. Ist ein bisschen noch fuckelig mit der Kamera. Und zwar ungefähr 1,5 Kilo Süßkartoffeln gemacht. Haben die in Scheiben geschnitten. Ja, und wenn die jetzt gleich mal in den Backofen hauen, werde ich die jetzt mal versuchen, 20 Minuten bei 200 Grad drinnen zu lassen. Gucken, was daraus kommt, was passiert. Wir werden sehen. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ja, es wird jetzt jeden Tag ein Video geben. Ob das Training jetzt jeden Tag dabei ist, weiß ich nicht. Aber ich werde jetzt jeden Tag das Befinden dokumentieren. Wie geht's? Wann kann man die Kartoffeln echt nicht mehr sehen? Wie ist der psychische Zustand? Ja, und hoffe, euch gefällt das. Und bei Anregungen, Fragen, melden. Macht's gut, bis morgen. Ciao.